mich, dass Sie wieder dabei sind bei Genial daneben. Spitzenbesetzung heute, großartige Besetzung. Und die Damen und Herren heute, die hier sitzen, die eine Dame und die vier Herren sehen so intelligent aus, dass es nur so kracht. Das ist Wahnsinn. Und wir werden heute unser blaues Wunder erleben. Marc Ronsdorf aus Wuppertal möchte gerne wissen, warum... Ach, nix. Wuppertal ist... Es tut mir leid, Herr Ronsdorf, aber warum lachst du jetzt? Ja, weil diese Achterbahn, die da oben rumfährt... Das ist keine Achterbahn, das ist eine Schwebebahn. Ach so, Entschuldigung, ja. Ich entschuldige mich hier für Herrn Kunz, Herrn Kranz. Ja. Also Marc Ronsdorf aus Wuppertal möchte gerne wissen, warum nennt man die Toilette 00? Ja, das ist doch ganz... Also, Entschuldigung, ich sag's nicht, aber ich wüsste es. Gut. Nein, wirklich jetzt mal. Ich könnte es euch direkt, aber... Nee, ich möchte die Kollegen ein bisschen zappeln lassen. Lass mal Johann sagen. Der guckt so, als wenn er es nicht weiß. Ja, das stimmt. Das ist aber doch klar. Ja, ich meine 00, also die Form einer Toilette ist ja irgendwie eine 0. Und oben. Der Deckel, der oben drauf ist, ist auch wie eine 0. Ja, ja. Das sind für mich zwei Nullen. Ja, bei uns sind es ja 5, ne? Nein, das ist Quatsch. Und ich glaube, es ist eine Abkürzung für, oh, ein Klo. Das ist ja noch größerer Quatsch. Der Bastian hat schon resigniert. Der sagt, nee, es ist alles... Wobei du dich ja mit Toiletten ausgehst. Er hat vorhin noch so ein Stückchen Weißbrot gehabt und wollte die WC-Ente füttern. Ja, ja. Ich glaube, dass das im Grunde damit zusammenhängt, dass man eine Zeit lang noch keine Buchstaben hatte, aber schon H und D für Herren und Damen draufschreiben wollte. Und dann hat man gemerkt, Buchstaben sind scheiße, wir haben hier nur diese runden Dinger, weil das Rad gerade erfunden wurde. Deshalb macht man O und O, dann hat man zwei Räder und Doppel-Null. Alles klar, 500 Euro an mich, ich freue mich. Nein, das ist völliger Blödsinn. Frau Sinn, was meinen Sie denn? Ich bin eine inspiriertlose Zone. Ich freue mich jetzt auf die Erklärung von Herrn Kampf. Aber Sie gehen doch so oft, wenn Sie unterwegs sind. Ja, man nennt mich auch die Königin des Sanitär. Ich bin eigentlich auf Toiletten dieser Welt zu Hause. Sie sind nur auf dem Klo. Eigentlich ja. Ja. Ich bin da auch geboren, aber ich weiß nicht genau, warum stehen da jetzt zwei Nullen dran. Ja, warum? Ich meine, ich habe schon Toiletten gesehen, wo zwei Nullen davor stehen, aber da drauf. Aber also, der Herr Kanz weiß es der ja. Der Kanz hat gesagt, er weiß es. Ja, ja, aber ob jetzt das so stimmt, was ich ja, da weiß. Ja, Kanz, dann... Ja, Herr Kanz. Ich dachte immer, D und H steht für Deutsche und Holländer. Jetzt weiß ich, dass Damen und Herren das so erklärt hat. Nein, aber ich, also soweit ich weiß, und ich habe ja nun auch mal Abitur gemacht, nicht? Lange ist es her. Aber 00 ist für mich auch die Erklärung. Das heißt, wenn man den Deckel aufklappt, ist, deswegen habe ich gedacht, dass deins eigentlich schon richtig ist, dass die eine 0 dieses Keramikteilchen ist, wo man auch... Nee? Also und das andere, der aufgeklappte aber Deckel. Das ist doch völliger Quatsch, die Nullen sind doch nebeneinander, die sind doch nicht so angebracht wie eine 8. Das kommt an, wie du vorm Klo stehst, oder? Stimmt! Stimmt! Also so dann? Und das war die Erklärung, die ich auch. Also Bernhard. Von daher. Oh. Null aufklappen, null. Hey, Johann war das mit dem. Also ich stelle fest, dass Marc Ronsdorf aus Wuppertal große Chancen hat, 500 Euro zu kriegen. Ich würde noch einen letzten Tipp abgeben. Ja, ich glaube, wenn in Hotels die Zimmer durchnummeriert werden, von 1 bis irgendwas fängt man bei 00 an, das ist die Toilette. Ich möchte schnell gehen. Das Blöde ist nur, wenn du im Zimmer 100 wohnst. Ich überlege gerade... Und die 1 fällt runter. Dann weißt du, was da los ist? Du kriegst Besuch ohne Ende. Also ich überlege gerade, ich bin gerade mit mir nicht so ganz im Einklang, aber weil ich ja immer auf Seiten der Zuschauer bin, ich würde ganz gerne Marc aus Wuppertal die 500 Euro geben, auf wir der einen nicht. Seite. Auf der anderen Seite ist die Erklärung von Bernhard Hoeker zu 99% richtig. Ja, das 1%, warum und wieso, das unterschlagen wir einfach. Das ist eine sehr gute und sehr richtige Antwort. Und zwar entstanden ist das Ganze im 19. Jahrhundert. Ein Hotelier, der hat nach einer dezenten Kennzeichnung seines Klos gesucht, weil er die Zimmer von ab 1 nummeriert hat. Das wird immer besser. Und jetzt hat er sich überlegt, was mache ich denn jetzt auf die Toilette? Da kann ich doch jetzt nicht einfach 516 draufschreiben. Und hat 00 draufgemacht. Ja, und so ist es entstanden, eine richtige Antwort von Bernhard Hoeker. Ich mag das, tut mir leid. Deine 500 Euro nach Wuppertal. Übrigens, meine Damen und Herren, wenn Sie uns Fragen einschicken wollen, wir haben sie gerade eingeblendet, die Postleitzahl, das Postfach und die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, schicken Sie uns einfach dort Fragen hin und vielleicht haben Sie Glück und beim nächsten Mal sind Sie nicht so klug und dann kriegen Sie 500 Euro. Wäre doch nicht schlecht. Woraus stammt der Einband des ersten Exemplars der französischen Verfassung vom 14.09.1791? Ist klar. Nochmal mit dem Bisschen.
bisschen, nochmal. Oh, raus. Momentchen mal, weiter. Bitte nochmal. Es war ja zu leicht, alles auf, ich sag gleich Ziegenleder, aber frag mal. Woraus stammt der Einband? Ah, der Einband. Ich habe Einwand verstanden. Nein, Einband. Einband. Woraus stammt der Einband des ersten Exemplars der französischen Verfassung vom 14.09.1791, Bastian? Aus Crêpe. Crêpe Suzette? Mit Nutella? Champignons, gehacktes, Spinat und Zwiebeln. Und Chicken McNuggets. Was war das? 1791? Also 14. September 1791. Ja. Das ist klar, der Film. Alles klar. Das ist klar. Okay, Sie sagen, wollen Sie noch mal Ziegenleder sagen? Ich sag noch Ziegenleder. Ich sag Schweineleder. Ich sag noch mal Crepe. Ich habe auch gleich noch eine andere Idee, aber machen wir erstmal die Runde. Also ich Leinen. Ich frage mich mal ganz weit aus dem Fenster, ist das nicht irgendwie Fraternité und Schieß mich tot und Egalité und ist das nicht vielleicht die Trikolore, die alte Fahne? Haben Sie es vielleicht in die Fahne eingeschlagen, Herr Balder? Alles Quatsch. Danke. Ja, aber ich finde, französische Revolution ist ja very nah dran und deshalb denke ich, es ist... Mullbinden. Also ich hätte da zwei Theorien anzubieten. Die eine ist, sie war überhaupt nicht eingebunden. Doch. Weil sie war, okay, die war falsch, die Idee, aber man kann ja mal sich hier locker ein bisschen... Was meinst du denn, was das war? So ein Spiralblock? Was? Ja, so vorperforieren macht Absolut, wo noch so ein Zettel drin ist, Linien oder Kästchen. Ja, vor allen Dingen so, ist die Todesstrafe drin? Nee, gut. Raus. Ja, genau. Nein, das nicht. Was war mit der zweiten? Ich habe das Gefühl, ich werde hier nicht ernst genommen. Oder so ein Die zweite Theorie ist, es ist ja, also man hat ja irgendwie, glaube ich, kurz vorher hat man Ludwig den 16. geköpft, nebst seiner Anverwandten. Und deshalb vermute ich. Jetzt sagen? Nein, also ich, also der Tipp Haut ist, glaube ich, zu makaber, aber ich tippe auch sowas wie der Mantel des Königs oder die Fahne des Königs oder was völlig anderes. Falsch. Also was völlig anderes war aber doch richtig, Bernhard, oder? Bernhard, ich glaube, völlig anderes ist richtig. Der Mantel des Königs, was hat der Johann damit zu tun? Das braucht ein bisschen, meine Damen. Ja, das ist total. Der ist was für Leute aus Johann, wehr dich doch mal. Das geht doch nicht so weiter. Woraus soll denn dieser blöde Einband sein? Na, vielleicht weiß es Johann. Ja, dann fragen wir doch Johann. Ja. Johann, woraus ist denn der Einband? Also, wenn ich mir den Einband vorstelle, wie er da liegt, dann würde ich sagen, ja, Pergament, aber mit noch was drin, was dumm. Chicken McNuggets. Das kann doch nicht so schwer sein. Holz. Kann man denn drauf was kommen? War das nicht schlecht. Was da eingebunden worden ist? Was war das? Die Verfassung der französischen... Nee. Das erste Exemplar der französischen Verfassung vom 14. September 1791. Das ist aus Stein. Das erste Exemplar. Nur das erste. Das ist gemeißelt. Das war nichts Besonderes. Ja, welches denn sonst jetzt mal im Ernst? Ja, vielleicht das wieso nur der Einband? Nur der Einband. Weil der Rest wird Papier, Pergament, Woraus? Aus Stein vielleicht? Aus Stein eingewickelt? Ja, vielleicht als und sie wickelten, das erste war. Ja, ja, und sie wickelten es in Stein und legten es in eine Krippe. Ja, ja. Und da ist so in einem Stern. Da kommt Schnick, Schnack, Schnuck her. Herr Balder, hat es denn was mit Tierfell im weitesten Sinne vielleicht zu tun? Bernhard, mach doch mal da weiter, wo du vorhin abgebrochen hast. Nein, das war langweilig. Du meinst bei den Sachen, die Sachen vom König? Gut. Ja, nicht nur vom König. Mach doch einfach mal weiter. Von Adeligen. Also Adeligen, genau. Du hast plötzlich was... Einfach verworfen und warum eigentlich? Tiere. Nein. Okay, bei Adligen. Okay, Adel. Ich war bei Kleidungsstücken von Adligen. Richtig. Wenn ich mich richtig erinnere. Doch, da war ich auch, aber das war falsch. Ja. Was richtig war, war es völlig anderes. Aber das hilft uns nicht. Genau. Das ist völlig anderes. Das ist in diesem Falle jetzt mal, kann man mal sagen, auch ganz schön. Also die Adligen sind schon mal nicht schlecht. So, die Adligen und was hatten die für Statussymbole? Blaues Blut. Ja, bravo. Also die hatten eine Krone, die hatten einen Apfel, die hatten ein Zepter. Der König, aber die Adligen. Die Adligen, die hatten Pferde. Die hatten Wappen. Wappen? Nee. Schilder. Schilder. Eine Harfe. Also wenn ihr es nicht packt und ich die Auflösung sage, dann wird Bernhard Hoeker vor Ärger über sich selbst vom Stuhl kippen. Sag sofort, was es ist. Bitte. Nein! Ich will es wissen, weil ich möchte einmal über mich hinaus wachsen. Dann sage ich es. Du warst ja nah dran, du hast es nur verworfen. Aus der gegerbten Haut der während der Französischen Revolution hingerichteten Adligen. Boah.
Ich habe es. Du hast es eigentlich gesagt. Du hast gesagt, Haut würde zu weit führen, das lassen wir mal das weg. Das war nur moralisch, weil meine Mutter das sicherlich sieht. Aber ich finde auch, Herr Balder. Zuschauerfrage, Herr Balder? Nein. Nein, das ist gut, weil wir würden Herrn Hohecke unbedingt den Punkt geben. Ja, wollen wir. Sonst hätte ich auch nicht geholfen. Ja. Also, nicht? Aber das ist wahr. Also, ja. Das, die aber kann man auch noch angucken, glaube ich. Bisschen makaber, aber es gut. Stimmt. Oh, es stimmt. Das komme ich gar nicht. Nee, nicht wirklich. Mike Brodowski aus Hamburg. Mike Brodowski möchte gerne wissen, warum nennt man den Eisbären auch den Afrikaner unter den Tieren? Ja, weil er so gut tanzen kann. War nicht richtig, oder? Ich glaube. Aber schnell, fast. Ne? War so sehr Freund. Schön, aber. Ja. Also, was macht denn. Lass uns doch mal überlegen, was den Afrikaner unter den Menschen ausmacht. Er hat eine nein. Andere. Nein. Mach es nicht. Nicht überlegen. Soll ich einfach die Lösung sagen? Ich hab die Dinge gegrüßt. Soll ich einfach die Lösung sagen? Lassen wir uns doch Zeit, oder? Ja. Wir machen folgendes: einfach die Lösung und dann. Überlegen wir. Ja, Bastian. Dann ich weiß sie nicht mehr auf. Nein, ich glaube, der afrikanische Elefant, und da bin ich schon beim Stichwort, nicht wahr? Hat ja große Ohren. Und haben Sie mal einen Eisbär gesehen? Der hat sehr, sehr kleine Ohren. Weil dem nämlich sonst ja, und zwar, weil der afrikanische Elefant der mit den kleinen Ohren ist, im Gegensatz zum indischen Elefant. 500 Euro, danke. Nein. Der afrikanische hat schon die großen Ohren. Hat die großen. Also wenn es, die, wenn es was mit der Hautfarbe zu tun haben soll, schwarzer Kontinent, so, Afrika. Der Eisbär ist ja eher immer gerne weiß, aber also, aber nicht überall. Schon, ja. Vielleicht. Vielleicht hat der Eisbär als einziger helle Sohlen. Im Gegensatz zu den anderen Bären. Nee, der hat als einziger schwarze Sohlen und die anderen Petsys haben weiße. Der hat schwarze Füßchen, der Eisbär, Herr Balder. Das ist der Grund. Also unten das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht Quatsch. Der Grund. Und die Ohren innen drin sind auch schwarz. Lass uns aber überlegen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Was ist denn mit den Afrikanern? Was ist mit den. Aber die haben gekräuselte Haare, wird der nicht haben, der Eisbär? Nee, der hat sei denn aber beim Friseur vielleicht. Oder so. Der hat einen Knochen hier so oben. Ja. Jetzt fällt mir ein. Johann, warst du schon mal in der Antarktis? Nein. In der Antarktis? Nein. Also in der Antarktis sind auch Pinguine, in der Arktis sind, glaube ich, Arktis. Eisbären, ne? Ja. Aber ich denke gerade, die Schwarzen, die schwitzen ja nicht in Afrika, obwohl es da so heiß ist. Und die Eisbären, die frieren nicht in der Antarktis, obwohl es da so kalt ist. Das ist ja mal eine einleuchtende Erklärung jetzt. Der Afrikaner ist das ist für mich eine Parallele. Du sagst doch, in Afrika ist die Wiege der Mensch. Na, man sagt, in Afrika ist Muttertag und das am 1. Mai. Das sagt man. Vielleicht hat der Eisbär am 1. Mai, aha, Namenstag? Namenstag? Am End. Nein. Deswegen haben Tiere Namenstag und heißen dann Eisbär? Ja. Eisbär, Giraffe, alle Giraffe, juhu! Die haben alle Namenstag. Was? Der heilige Eis? Aber haben die denn keinen Namen? Der Fetisch und Frost ist der Namenspatron der Eisbär. Das ist der Patenonkel vom Eisbär. Ich lasse euch noch ein bisschen machen. Der Afrikaner. Also, ist jeder Eisbär so genannt oder nur der eine? Was? Nee, Johann, schön. Mhm. Nein, also der nein, Eisbär nicht der Antarktis, ja, oder? Also der Eisbär an sich. Ja, ja. Moment, der Eisbär wird der Afrikaner unter den Bären genannt. Unter den Tieren. Unter den Tieren, der also, von allen Tieren. Also, der sagt was, das ist auch etwas makaber, wir waren ja auch schon makaber, aber das finde ich nicht wirklich schlecht. Ja, weil die Afrikaner haben immer Hunger und der Eisbär auch. Mama, ich hab das nicht gesagt. Mama, ich hab da nichts mit zu tun. Gott sei Dank laufen wir so spät. Das ist unter den Tieren. Nee, unter wir sagen uns von Tieren. Den Bären. Nein, aha. Unter den Eisigen unter ist der Eisbär der Afrikaner. Gibt's auch so einen Spruch mit den Blinden und den Einäugigen. Genau. Nein, aber es ist unter den Tieren. Der Eisbär ist unter den Tieren. Aha. Ist er der Afrikaner? Der Afrikaner. Ja, praktisch, das ist ja klar. Gut, jetzt haben wir zumindest schon mal die Frage verstanden. Der Afrikaner unter den Tieren. Ja, wir geben jetzt auf, Herr Balder. Ach, jetzt doch, geben wir jetzt auf. Ja, doch jetzt schon. Geben wir auf. Ja, doch schon. Wenn wir aufgeben wollen. Gut. Soll ich es verkünden? Ja, wir würden gerne. Also erstmal Mike Brodowski aus Hamburg, 500 Euro. Jetzt sage ich, warum und wieso der Afrikaner unter den Tieren genannt wird, der Eisbär. Denn Eisbären haben eine tiefschwarze Haut. Wir waren Moment, mit den Füßchen gar aber nicht so weit ganz da. Schön nah dran. Moment, ich muss jetzt erstmal hören, warum der Eisbär eine schwarze Haut hat. Schwarze Haut. Der hat eine tiefschwarze Haut, hat aber ein weißes Fell. Das reflektiert die Sonne. Ist
schwarz. Und das weiße Fell hat eine isolierende Wirkung. Ja. Und deswegen wird es auch immer ordentlich gepflegt zum Beispiel. Und das Sonnenlicht trifft die einzelnen Haare, wird auf die schwarze Haut geleitet und dort in Wärme, Energie umgewandelt. Aber es gibt so viele schwarze Tiere, die wirklich schwarz sind, im Gegensatz zum Eisbär, den ich persönlich... Warum sind die denn nicht der Afrikaner unter den Tieren? Der Panther! Weil, der Panther, natürlich. Ein schwarzes Schwein! Wahrscheinlich hat man es... könnte der Afrikaner sein, aber nein, es muss der Eisbär sein. Wahrscheinlich hat man es deswegen gemacht, weil man es ja den anderen Tieren sofort ansieht, dem Eisbär aber nicht. Aber nicht. Ein Eisbär, aber denkt immer, der Junge ist weiß. Der ist aber nicht weiß, der ist schwarz. Aber wir waren mit den schwarzen Füßchen, waren wir schon verdammt nach. Ja, aber die Füßchen machen von einem Eisbär 20%, wenn es halt mit 5% aus. Ich bin dafür, dass wir Mike Rodowski aus Hamburg 500 Euro geben. Und das machen wir jetzt auch. Nee, komm, Moment. Ich spiele nicht mehr mit. Im Publikum sitzt ein Herr, der uns eine wunderschöne Frage zugesteckt hat vor der Sendung. Das Schöne ist, den kannst du wenigstens auf die Fresse hauen. Der andere ist weit weg. Er klatscht nicht, und das Lustige ist, der kommt auch aus Wuppertal. Ja, super. Und ich weiß nicht, wo er sitzt, wir werden es gleich sehen. Er heißt Sven Jäger. Wo ist er? So, Herr Jäger. Jäger. Also Sven Jäger hat jetzt die Möglichkeit, 500 Euro hier in bar zu kriegen, wenn folgende Frage nicht beantwortet wird. Er möchte nämlich wissen, was machte der Engländer Tony Hawks einen Monat lang zusammen mit seinem Kühlschrank? Mama, ich habe mir die Frage nicht ausgedacht. Ich habe dir gesagt, Uptown. Da gibt es ja auch dieses berühmte Lied, Uptown Girl. Hallo. Danke. Sven, es sieht sehr gut aus, glaube ich. Zusammen mit seinem Kühlschrank. Was macht der Engländer Tony Hawks? Der verwahrte auch Speisen in sich auf. Er aß. Nein, der war auf Verkaufstournee. Der war unterwegs, um das zu verkaufen, haben die zusammen im Hotelzimmer geschlafen und so, hat eine Menge Spaß gerade gespielt. Das Ganze ein bisschen unterkühlte Stimmung, aber war nett. Also ich weiß nicht, die Frage finde ich gar nicht so interessant. Ich gucke mir die ganze Zeit den Sven an. Ich muss jetzt nur der Fairness halber sagen, damit ihr nicht alle hinterher wieder über mich herfallt. Ja. Die Antwort ist gar nicht so schlecht, nur das reicht nicht. Oh, mit ihm auf ich bin auf der Seite der Zuschauer. Das reicht nicht. Mann! Sag mal, also die Farbe wissen von dem Kühlschrank? Oder? Er war das mit dem Kühlschrank nicht. Auf Reisen, war auf einer Verkaufstournee. Hatten die ein erotisches... So eine Guinness-Kacke sein. Nein, der hat mit seinem Kühlschrank in der... Und zwar hat er nämlich versucht, Bierflaschen rauszunehmen, ohne dass das Licht angeht. Aber die alte Nummer auch untergebracht. Den auch noch verarztet, ja. Ja, Johann, also hast du einen Kühlschrank zu Hause? Nein, ja, doch, klar. Ja. Ja, ja. Was würdest du mit einem Kühlschrank einen Monat lang machen? Einen Monat? Ja, ich würde mal mit ihm gut zureden. Einen Monat gut zureden. Dass er so weitermacht. Sag mal. Hast du da drin gesessen in dem Kühlschrank? Oder? Dann würde ich ihn irgendwann ausmachen. Vielleicht hat er ja auch sich auch so abgekühlt wie der Kühlschrank. Einen Monat. Tony Hawks, der hat den... Tony Hawks. Wie wird der geschrieben? Nur das... Hawks. Nur um eine Zeit zu schenken. A-W-K-S. Ach so, wie der Falke. Wie, nicht? Oder? Also. Ja, jetzt ist... Der war unterwegs. Also Sven, es sieht gut aus. Wo war der denn unterwegs? Wo kann er unterwegs sein? Der hat schon Spaß da hinten in den Backen, du. Geht es denn? Ich will ihm das auch nicht gönnen. Nein, Bastian, jetzt sag du, was der damit gemacht hat. Du weißt es. Kann er nicht irgendwie da, sagen wir mal, Lebensmittel drin verwahrt haben? Leute, ich mach das mal weit aus. Und dann hat er gesagt, Freunde, auch ihr wollt ja was zu essen. Hier gebt ihr was, Lebensmittel, ne? Butterfahrt. Vielleicht eine Butterfahrt. Nummer, eine Butterfahrt. Absolut. Sowas und alle sagen, Mensch, der Junge mit seinem fahrenden Kühlschrank. Also ich gebe euch noch eine Chance. Ihr wisst ja mittlerweile, dass der unterwegs war mit seinem Kühlschrank. Richtig, wenn das ihr mir jetzt sagt, wenn ihr mir jetzt sagt, wo er unterwegs war, ihr müsst mir noch nicht mal sagen, warum. Wenn ihr mir nur sagt, wo er unterwegs war, das ist doch klar. Mecklenburg-Vorpommern. Das muss es sein.
Eine Ballonfahrt. Fesselballon, bin ich auch gerade Fesselballon. Aber noch nicht einen Monat. Ein langer Fesselballon, ein Zeppelin oder etwas ähnliches. Die erste Flugzeug. Nein. Getauft. Flugzeug. Im Raum, er war doch hier oben. Im Weltall. Im Weltall. Nein. Eine Sauna. Würdest du einen Kühlschrank in den Weltall mitnehmen, mal so ganz nebenbei? Ja. Und das, sie dürfen, was würdest du mitnehmen auf einer einsamen Insel? Mein Kühlschrank. Also, er war auf der Walz. Das ist doch, ihr kennt ja alle die Walz. Nee? Und ich glaube, der war auf der Walz. Ja, also ich stelle ja, fest, ich stelle fest, es hat keinen Sinn. Sven, aber jetzt mal ehrlich, in Wuppertal ist nicht so viel los. Da war so Gedanken. Also, Tony Hawks hat in der Kneipe eine Wette verloren und musste darum mit seinem Kühlschrank einen Monat rund um Irland ziehen. Und hat das Ganze in einem Buch veröffentlicht und das Buch heißt Mit dem Kühlschrank durch Irland. Und das habe ich zu Hause. Sven Jäger auf 500 Euro. Wir können das Geld mal hinbringen. Herzlichen Glückwunsch. Gibt nicht alles aus. Ich habe es zu Hause, es ist kein Witz. Ich geh sofort dahin und hol es. Vorne drauf, hallo, mein Kühlschrank und ich. Und ich komme nicht drauf. Hast du es denn gelesen? Nein, natürlich nicht. Ich lese einen Scheiß. Aber in Wuppertal, da liest man so. Ja, Wuppertal liest man so. Mein Kühlschrank und genau. Ich. Okay. Oh wei, Christoph, oh wei, oh wei. Christoph Schmidt aus Burscheid möchte gerne wissen, bitteschön, was ist Pruritus? Was? Wir haben mal wieder ein Fremdwort. Pruritus. P-R-U-R-I-T-U-S. Pruritus. Der Pruritus kommt von Prüderie. Ja. Und Ritus von Ritus. Prüderitus. Heißt jetzt was? Wenn, ja, wenn du das nicht verstehst, dann weiß ich echt nicht. Okay, da habe ich keinen Bock drauf. Pruritus. Also ist es eine Krankheit, Herr Balder? Das mit der Krankheit ist gar nicht so schlecht. Also es ist schon, sagen wir mal, was Unangenehmes. Darmverschluss. Nein. Das ist doch nicht so unangenehm. Schlimm, das, ist nicht. Das ist doch schön. Das also ich habe mal wieder so einen richtigen Pruritus gehabt. So. Ist hier ein Mediziner im Raum? Mehrere, aber die sagen... Ist hier ein Arzt hier? Hat ein Arzt? Ist ein Arzt im Raum? Ist ein Arzt im Haus? Hallo, Herr Kollege. Ach, hat hier einer Pruritus? Dann können wir zumindest mal sehen, wie es aussieht. Pruritus. Johann, du hast doch mal studiert. Ja, aber sowas nicht. Du hast doch Latein, oder? Hast ja, ich bin auch neulich beim Arzt gewesen. Der hat auch gesagt, also ich habe ihm gesagt, was ich habe. Und dann sagt er, das wäre... ein visueller Tinnitus. Ja. Ja, und da habe ich auch gesagt, Und es war aber so, ich hatte permanent das Gefühl, als hätte ich so, so eine Pfeife im Auge. Ja, das ist klar. Da saßen Sie vor Herrn Balder. Vielleicht ist es falsch betont. Das heißt nicht Pruritus, sondern Pruritus. Pruritus, oder Pruritus, Tuss egal. Tuss, das ist ein Sportverein. Ein der Pruritus. Der Tuss Pruri. Also das ist ein Ort, der Pruri heißt, und das ist der Turn- und Sportverein aus Pruri. Wer hat denn hier so einen richtigen Pruritus mal gehabt? Das ist vielleicht, ist das aus der Medizin? Haben wir das denn ja, schon ja. geklärt? Ja, ja, es ist aus der Medizin. Aber wir sind auch zu gesund dafür, glaube ich. Absolut, Pruritus ist nicht unser Thema. Ich weiß auch nicht, ob könnten das... wir das haben? Herr Balder, könnten wir alle Pruritus haben? Das kann jeder haben. Wir alle. Ja. Geschlechtslos wobei, und blind. Altersunabhängig. Und nur vier von uns haben Frisuren. Geschlecht. Ja. Sehr schön. Er ist ein Mob. Ja, bei den anderen nennt man das angeborene Schönheit. Christoph Schmidt aus Burscheid kriegt 500 Euro. Was ist Pruritus? Es kommt aus dem Lateinischen natürlich. Prurire ist das Verb und heißt jucken. Und Pruritus ist
Der Juckreiz. Ah, schön. Toll. Toll. Ja, wenn dem Mann das glücklich macht, dann soll er das einschicken. 500 Euro machen ihn glücklich. Ich gratuliere Ihnen, Christoph Schmidt. 500 Euro. Aber ich freue mich. Annette Nägel aus Berlin möchte gerne wissen, warum verfängt sich eine Spinne nie im eigenen Netz? Weil sie... Also, wollt ihr auch noch? Nein, du weißt, du bist ja die ganze Zeit dran. Wir machen es kurz, Herr Ulrich. Wer weiß es denn? Der hält jetzt mal einen Mund. Also, Folgendes. Ich bin mir nicht ganz sicher. Komm, das ist aber nett. Vielen Dank, Herr. Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Also, ich vermute, dass die Spinne... Es ist fürchterlich. Also kommt die Tante zu mir auch? Warum verfängt sich eine Spinne nie im eigenen Netz? Kriegst gleich was zu trinken, Guido. Warum die sich nie im eigenen Netz... Möchte Annette Nägel aus Berlin wissen? Also die wäre ja auch sehr blöd, wenn sie sich selber das Netz und dann... Oh. Die wäre bekloppt. Ja. Das wäre albern, ne? Das wäre doch Schwachsinn. Sie sieht auch ziemlich blöd aus. Aber das liegt doch nur an den Richtungen, oder? Sie muss das Netz fertig machen und dann fertig. Und dann geht sie in die Richtung und dann ab dann weiß sie, oh, ab da gehe ich nicht mehr weiter. Ja, aber so eine Spinne, wenn man die beobachtet... 500 Euro sofort an mich. Danke. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn du an unsere Assistentin siehst, ist das Netz mir echt scheißegal. Das muss ich ehrlich sagen. Sehr nett. Sehr nett. Herr Kanz, bitte, warum verfängt ihr... Weil die mit dem Netz einkaufen gegangen ist. Weil bei ihr, keine Ahnung... Weil die kleine Haken an den Füßen, die muss irgendwas an den Füßen haben. Und ich tippe entweder auf Schuhe. Schlittschuhe. Die hat so ganz kleine Haken, dass sie nur einen ganz, an einem ganz... Ah, genau. Das Netz ist nicht das Problem. Ich glaube, das Spinnennetz ist an sich nicht klebrig, sondern auf dem Spinnennetz befinden sich klebrige Tropfen. Und sie läuft immer zwischen den Tropfen... Weil sie ja weiß, wo die Tropfen sind, weil sie hat sie ja dahin gemacht. Ja, eben, die hat da eine Karte und dann hat die so ein Navi, ne? Ja, das klar, und nur wenn da ein Fluss ist, fährt die da rein. Die hat ein Navi? Ja, die hat einen Spinnennavi. Navi setzt sie, geht durch ihr eigenes Netz und sie haben... Bitte beim nächsten Tropfen drüber steigen. Beim nächsten Tropfen links abbiegen. Gut. Das heißt, wenn ihr eine fremde Spinne da rein, wenn jemand Fremdes da rein, Sie haben jetzt wieder rein. Pass mal auf, er sagt schon wieder, der hat wieder rein. Ich bin ja an sich absolut für Annette Nägel aus Berlin. Ich möchte gerne, dass sie die 500 Euro kriegt. Auf der anderen Seite ist die Antwort von Hoeker wieder fast so, dass ich an sich sagen muss, muss ich an sich gelten lassen, weil es im Prinzip ist es richtig. Der Herr Hoeker hat nicht umsonst Geo-Wissenschaft abonniert, Herr Walder. Spektrum. Ja, natürlich. Ich möchte kurz, es ist Spektrum der Wissenschaft und ich würde es auch gerne umsonst bekommen. Aber das war nicht. Also im Prinzip hat der Hoeker recht, weil die Spinne einfach nicht alle ihre Fäden mit Klebstoff benetzt und weiß, wo sie laufen kann und wo nicht. Das ist der einzige Grund. Die lässt das einfach kann man ein paar lassen, Fäden oder? Frei. Navigationssystem, ja! Der Hoeker. Ganz weit vorne, ganz weit vorne. Ich lasse das mal gelten. Annette, es tut mir leid. Ich glaube, Sie sehen das genauso wie ich. Wir müssen das gelten lassen. Der Hoeker war also so nah dran, das muss ich gelten lassen. Sehr gut. Woher kommt die Redensart, einen zwitschern? Das kennen wir alle, einen zwitschern. Wer kennt es nicht, wer weiß es nicht, einen zwitschern. Vom Zwetschgenschnaps vielleicht? Nicht gurgeln. Vogel hat sie gesagt. Ein Zwitschern heißt sich betrinken. Ein Zwitschern zur heißt Brust ja. Ja, zur Brust nehmen. So, woher kommt dann der Ausdruck ein Zwitschern? Zwitschern. Ja. Also, das liegt daran, dass ich sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt ein Glas. Hast du vom Vögeln gesagt? Von Vögeln mit N. Vögeln mit N? Ja. Von den Vögeln. Ja. Danke. Ja, was gerne. Weil wenn ihr ein Gezwitscher habt, wird auch oft hat es nicht gesagt. Sie hat es gesagt. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Also ich glaube, Johann hat völlig recht. Es liegt daran, dass wenn ich zum Beispiel dieses Glas erhebe, um mir richtig eine der Gewinne zu gießen mit Korn oder was auch immer, muss ich nach oben schauen. Und was haben wir am Himmel? Wolken, genau.
Vögel. Und schon, was machen Vögel? Sie tirillieren, sie zwitschern, was auch immer. Und deshalb sagt man, komm, wir zwitschern uns ein. Hinter die Binde gießen. Und ich weiß auch, wo hinter die Binde herkommt. Ja, wo kommt das denn her? Das sagen wir aber erst. Wisst ihr, was Frauen da unten? Ja, ja. Ich glaube, es liegt daran. Eine geniale Erklärung, die genauso gut auch genial daneben ist. Das ist leider falsch, aber sehr, sehr schön. Ich glaube, wenn man, dass ich helfen kann. Wenn man aus einer Flasche trinkt, gibt das doch so ein Geräusch. Ja, gluck, gluck, gluck. Typisches Und das ist ein typisches Geräusch, was ja auch manche Vögel machen. Die Schnapsdrossel. Zum Beispiel. Sehr gut. Also, Flasche und Geräusch ist schon mal gut. Aha, siehste? Das ist schon mal gut. Ah! Der Korken aus einer Schnapsflasche. Der Korken ist auch schon gut. Flasche, Korken, Geräusch. Weiter? Nein. Geräusch. Nein. Nicht rausziehen? Nein. Wenn man absetzt. Bitte wen? Die Flasche. Achso, nein. Vielleicht, wenn man den Korken an der Flasche hoch und runter schiebt, um zu sehen, ob der Korken Wein gut ist oder so. Jetzt haben wir es. Das war früher eine alte Trinkersitte. Ja, genau. Und der feuchte Korken wurde früher am Flaschenhals oder am Flaschenbau. Ich erinnere mich daran. Das war deine Zeit. Hella hatte noch Hausmädchen. Kennt noch, dass man den Wein so reibt. Ja, ja, das ist schon Typen 1900 um Irland rum. Ja, 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 ja. Mit dem Kühlschrank. Das machte man früher wirklich so. Man trank da den Schnaps so aus der Pulle und dann entkorkte man das Ding und dann rieb man das vorher dran, bevor man den trinkt. Und das hörte sich an wie Vögelzwitschern. Ja, ja, wir sind alle 70er Baujahr. Ihr seid, das war bei euch ja vor dem Krieg. Natürlich. Aber es ist schön. Ihr hattet ja nichts. Da wurden noch gezwitschert, ich sage dir. Ja, okay, waren ja keine Korken, die haben die Russen ja mitgenommen dann damals. Ja, ja, ja. Ja, jetzt bedauern Sie die Zuschauerin mal dabei, dass sie wieder keine Öcken kriegt. Das war keine Zuschauerin. Ach, schade. Okay, dann bedauern Sie sich. Ja. Eine haben wir noch. Welches Lebewesen entscheidet selbst darüber, ob die Nachkommen männlich oder weiblich sind? Ah, das Krokodil. Wie geil. Meine das Mutter. Das Krokodil. Meine Mutter selig, Hannelore Schneider. Die hat wirklich bei ihrem Eisprung egal. Eichen links, Eichen rechts, Eichen links, Eichen rechts. Und dann kam mein Bruder, dann hast du darauf geachtet beim Eisprung, das andere Eichen wollte sie befruchten lassen. Mädchen, Hella versteht es auch nicht. Hella, kannst du das bitte mir mal, ich verstehe es nicht. Ja, ist egal. Ja, und wie wollen wir jetzt die Frage beantworten, wenn ihr das schon nicht versteht? Es muss doch ein Tier sein, was überhaupt in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. So. Sollen wir so lange rausgehen? Damit sind wir schon mal. Welches Tier kann Entscheidungen treffen, bitte? So. Nochmal die Formulierung der Frage. Welches Lebewesen entscheidet selbst, selbst darüber, ob die Nachkommen männlich oder weiblich sind? Lebewesen. Ja, aber das kann ja auch sein, dass zum Beispiel die auf der Welt sind und die Tiere, die dann umbringen, weil sie merken, ihre Population braucht dringend Mädchen. Nein, die wissen das, die können das vorher, also vor der Geburt. Die setzen sich jetzt nun wirklich hin und sagen, so, jetzt mal ein Wurf, Mensch. Exakt. So machen die das. Ich will so ein Lebewesen sein. Also es sind aber Tiere, oder? Sind Tiere, ja, ja. Keine Pflanzen. Keine Pflanzen. Wären ja auch Lebewesen. Nein, nein, sind Tiere. Okay. Weibliche und männliche Pflanzen? Ah, ich habe gerade eine kleine Eingebung gehabt. Sag es, Vicky. Ich hab's. Es gibt ja Tiere, aus denen werden auch Stifte gemacht. Pelikane. Ach so. Und da diese Stifte nicht darüber, die Tiere nicht darüber entscheiden, ob sie Stift werden wollen oder nicht, entscheiden die darüber, ob es ein Männchen oder ein Weibchen werden soll. So, Herr Balder, jetzt sind Sie dran. Ja, ich resigniere jetzt. Pelikan, Schiff, warum sagst du denn so eine Scheiße vorne überhaupt? Die sagt die ganze Pelikan. Ja, super, das war Krokodil. Ach, das war Krokodil. Ja, ja. Also, das stimmt nicht. Nee, also, diese Tiere, kann ich mal sagen, die leben in Südamerika und südöstlich der USA. Das ist gut, also da gibt es wenige. Nicht hier. Aber es ist ein Tier, wo man so sagt, ach ja, stimmt, das habe ich schon mal gehört. Oder ist das jetzt das weiß ich nicht, ob das jemand schon mal gehört hat. Aber jetzt nicht so Schuhschnapper. Ja, dann raten wir jetzt mal ein paar Tiere durch, oder was? Ja. Okay, wir nennen jetzt alle Tiere, die es in Südamerika gibt. Ja, Gürteltier. Gibt's? Sie müssen immer ja und nein. Gibt es überhaupt nein? Südamerika? Südamerika, Gürteltier, ne? Das kann lange dauern. Vielleicht hält uns das auf, wenn wir das diskutieren. Schabrackentafir.
ein schönes Wort. Ich freue mich. Ja, sehr schön. Der, also Schabrackentapir ist für mich das schönste Wort überhaupt. Dass ihr das vor allen Dingen mit diesem intensiven Blick auf den Herrn Balder einfällt. Das ist das, was mir ausgeschmissen ist. Schabrackentapir, sag ich einfach nochmal. Ach, Kinder, wir kommen doch nicht drauf. Hört Schlange. Ist es ein Reptil? Eine Schlange, ja, ein Reptil, das finde ich gut. Es ist kein Reptil, es ist keine Schlange. Ein Säugetier? Ich sag's mal auf Lateinisch, Solenopsis invicta. Jetzt wissen wir's, oder? Ich tippe mal auf so Dinge wie Biene oder Ameise. Ameise. Was? Hey! Aber Moment. Oh. Welche Ameise? Macht ja, die kleinen. Die Königin wahrscheinlich. Nee, die Königin kann entscheiden, ob es ein Männchen oder ein Weibchen wird. Ist doch genau klar. So ist es. Die Königin der Feuerarten. Ich hab's gefragt, dass es die Königin ist, war doch klar. Also. Das haben wir doch schon in Disney-Filmen gesehen. Die Königin, die wo die blaue Elise immer hinterher läuft. Die macht der Elefant. Ja, genau. Die Königin der Feuerameisen tut das. Und bereits beim Eierlegen entscheidet die Dame, ob es ein Männchen oder ein Weibchen wird. Wenn sie die Eier nämlich befruchtet, dann wird es ein Weibchen. Und wenn sie die nicht befruchtet, dann wird es ein Männchen. Herrlich, paradiesische Zustände bei den Feuerameisen in Südamerika. Das ist eine wunderschöne Sendung. Die haben viel gewusst. Ja, sehr viel. Ich bedanke mich recht herzlich. Das waren die Allerwelt für heute. Schönen Sonntag.